Hallo und herzlich willkommen zu einem Special Vlog, könnte man sagen. Im Moment findet ja die Gamescom statt. Die hat gestern war Mittwoch, da hat sie gestartet für die privaten Besucher und diesmal geht sie leider nur bis Samstag, aber schon lang genug dafür, dass die Jenny von dem Kanal Alkira zu uns vorbeigeschneit kommt, weil sie brauchte einen Nachtplatz. Und ich habe ihr gesagt, so, wir sind normalerweise nur 50 Kilometer von Köln entfernt. Das heißt, mit dem Zug auch mal so 45 Minuten. Ein Problem gibt es im Moment. Wir wohnen hier in Wuppertal und in Wuppertal fahren keine Züge, beziehungsweise nichts in Wuppertal rein, weil wir sind einfach so kriminell, da will keiner hin. Nee, deswegen muss sie jetzt leider mit Schienenersatzverkehr fahren und hat dafür 2 Stunden. Aber ich denke mal, das geht noch. Dafür darf sie hier umsonst wohnen. Und nicht nur umsonst wohnen, ich habe ja auch ein bisschen was vorbereitet. Das ist hier im Kühlschrank. Da. Und das werde ich jetzt mit runternehmen ins Apartment, weil wir haben so ein kleines Apartment, das war früher mal vermietet, aber da haben nur Schwachmaten drinne gewohnt. Und das wollten wir jetzt nicht mehr. Und beim dritten Anlauf haben wir dann gesagt, so, nee, da dürfen jetzt Freunde von mir übernachten, wenn mal irgendwie was ist, Geburtstag, Silvester oder sowas wie jetzt. Auch natürlich Familienmitglieder wie meine Cousine, die kommt ab und zu mal vorbeigeschneit, wenn sie die Uroma besuchen möchte. Und dafür ist das eigentlich ganz gut. Es sind ca. 30 Quadratmeter, ein Zimmer, Apartment halt mit Küche und Bad mit Dusche. Und da gehen wir jetzt mal runter und machen alles startklar. So, hier sind wir nun in der kleinen, aber feinen Wohnung. Ich kann euch ja mal ein bisschen rumzeigen. Also hier ist ein großes Fenster mit diesen Plissés, kann man dann alles schön blickdicht machen. Ja, hier für den Notfall. Normalerweise ist man ja hier nur für ein, zwei Tage zu Gast und deswegen reicht so ein kleiner Mini-Fernseher auch vollkommen aus. Wer noch Musik braucht, bitte sehr. Dieses Sofa lässt sich halt ausziehen, dann hat man die volle Breite. Das werden wir gleich auch machen, damit sie schon mal sieht, wie viel Platz hier ist, weil eventuell noch irgendein Kumpel mit ihr hier pennen wollte. Das heißt, sie sind im Endeffekt zu dritt. Also zwei Kerle und sie wollen hier wohl drin übernachten. Guido macht schon mal die Küche startklar. Eben auch so das Nötigste. Ich glaube, ach so, ja, doch, Kaffeefilter sind auch vorhanden. Falls jemand bei denen Kaffee trinkt, ich nehme mal an, ihr Freund möchte vielleicht Kaffee trinken. Der hört sich schon sehr an. Den hat schon jemand angeschaltet. Meine Eltern. Ich bin extra jetzt erst hier runtergekommen, damit man nicht so Strom verbraucht, aber naja. Hier ist die Bettwäsche, die ich scheinbar doch schon bezogen habe. Letztes Mal. Gut, dann muss ich jetzt nur noch die dritte Bettwäsche von oben runterholen und beziehen. Das macht es mir ein bisschen leichter. Und ja, hier ist noch das kleine Retro-Badezimmer, wo ich jetzt noch die Handtücher austauschen werde. Die sind noch frisch, aber die hier nehme ich mal mit nach oben, die braunen. Ja, Klopapier sind auch noch 2 Rollen vorhanden. Ich denke mal, so viel scheißen werden sie jetzt nicht. gut, und dann wollen wir mal anfangen.
Ich hole jetzt mal eben das dritte Bettzeug von oben und dann bin ich gleich wieder da. Damit wären wir so gut wie fertig. Ich hole dann jetzt nur noch die Laken aus dem Kleiderschrank und das andere Bettzeug. Tue, glaube ich, das, was ich jetzt gerade bezogen habe, erstmal in den Kleiderschrank, bis dann die dritte Person, Samstag oder wann das war, dazu stößt. Und ja, das war das kleine Apartment. Hallo, die Jenny hat mir was mitgebracht. Und jetzt packe ich das aus. Ja, die Jenny war nämlich auf der Gamescom. Das muss man, glaube ich, hier so einfach aufmachen. Oh, was ist da drin? Ach, ein Pilz, wie geil. Ja, ist ein bisschen größer, ne? Mein Luma. Ja, der Luma. Geilstes Erlebnis überhaupt. Ey, Mama, das sind Lumas. Ich so, was sind das für Dinger? Mein Kind kennt sich besser aus. Oh, Mario Kart. Ah, geil, die hast du dir immer schon gewünscht, ne? Das waren doch die Teile, wo du letztes Mal sagtest, ich will gerne Mario-Autos haben. So ein Ding, was jetzt fährt, ne? Aha. Zucker. Zucker? Das ist so Knisterbrause. Ach so. Knisterbrause. Wie viele sind da denn drin? Das weiß ich nicht mehr. Oh. Ich hab noch mehr unten. Ich wollte dein Kind nicht so überzeugen. Das sind solche so aufblasbare... Zwei runde aufblasbare Teile, was die eigentlich machen, viel Krach machen. Ich dachte, vielleicht sind die Jungs. Ne? Ich mag die. Ah ja, die Teile, die hatten wir zum Fußball, ne, wo wir WM hatten. Ich dachte, ne, für ihn. Oh, die mag ich. Ja, die hast du im Papa die Woche ganz aufgefressen, ne, die Duplo. Ja. Dafür geht er immer extra auf die Sparkasse. Lecker, noch mehr Gummibärchen. Will ich. Gummibärchen. Ich erzähle dir gleich, wenn die Kamera aus ist, was da noch drin war. Das habe ich auch voll rausgenommen. Oh, ein Perlenspiel. Geschicklichkeit. Da müssen etwas, was ich nicht besitze. Bei mir wirft sowas, schmeiße ich sowas gegen die Wand. Hey, warum geht ihr nicht in die Löcher? Schon beschäftigt. Ja. Ich glaube, das war's dann. Aber cool, jetzt hast du einen neuen Turnbeutel. Den kannst du jetzt immer mit zum Sport nehmen. Was hältst du davon? Hm. Ist der Arm ja dann ganz neidisch. Schön dicke Kordel, ne? Kinderfreunde. Hier noch mehr. Yeah, noch mehr Zucker. Einteilen, nicht alle auf einmal. Ja, das musst du jetzt nachher alles befreien, ne? Da ist noch was dabei. Eine Münze ist da dabei. Ist da raus eine Münze draufpacken, oder? Mhm. Oder ist die da vorne dran? Ja, hier ist irgendwie, ja, da ist eine Münze hier vorne. Mhm. Das ist, die ist hinten dran, die Mütze. Coin Racer. Ja, ich glaube, damit macht man irgendwie Beschleunigung, kann das sein? Wir werden es rausfinden, Christopher. Jetzt packe ich alles aus. Ja?
Das habe ich aber nicht mehr mit drauf. Willst du noch Dankeschön an die Jenny sagen? Dankeschön. Bitteschön. Ja, das war unser erster Abend mit Jenny gewesen. Ich hätte jetzt hier fast drunter geschrieben, to be continued. Ich muss mal schauen, wie es jetzt morgen so verläuft. Die Jenny hat ja zwei Mitschläfer unten im Apartment und es sind zwei Herren, die würden am liebsten schon wieder nach Hause fahren am Samstag, direkt nach der Gamescom. Und ja, Jenny und ich, wir würden gerne lieber noch Sonntag früh ein kleines Video drehen für ihren Kanal, ein Unpacking-Video oder Zeigevideo von den ganzen Giveaways und Sachen, die sie so auf der Gamescom gewonnen hat. Das wäre jetzt so unsere Traumvorstellung und meine wäre noch, dass man halt abends noch samstags zusammen draußen sitzt und grillt. So, jetzt warte ich natürlich ab, wie sich das so verhält und ja, demnach kommt auch entweder noch ein zweites Video zu, dass Alkira hier gewesen ist oder aber ihr werdet keins mehr sehen und dann war das hier ein einmaliges Video. Danke fürs Reinschalten schon mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ja, das haben wir nämlich festgestellt, dass der doch Geräusche macht, ne? Ja. Das macht den Pilz natürlich noch cooler.